So, guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar heute Abend zur Geldanlage mit Wertstein. Der Zeitgeist macht den Unterschied. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir wollen heute darüber sprechen, was Wertstein ist, wie Wertstein funktioniert und was Wertstein so besonders macht. Wir werden heute nicht über die Märkte sprechen. Das machen wir immer im zweiwöchentlichen Rhythmus. Also in zwei Wochen gibt es wieder ein Webinar zum Thema aktuelle Marktentwicklung mit dem Stefan Risse und dem Giles Keating. Und heute wollen wir Ihnen einfach ein bisschen erklären, wie Wertstein funktioniert für diejenigen von Ihnen, die es noch nicht so gut kennen. Ja, wer ist heute bei Ihnen? Ich bin heute hier mit dem Herrn Stefan Klotz, unserem Senior Portfolio Manager. Ja, begrüßt hat sich schon eben Felix Röscheisen, einer der drei Gründer von Wertstein. Herzlichen Dank. So, ja, lassen Sie uns einfach direkt mal einsteigen. Mein erster Hinweis ist heute, ich weiß nicht, ob Sie es auf unserer Webseite gesehen haben, wir haben noch eine kleine Osteraktion, die läuft heute Mitternacht aus. Das Ganze anlässlich zu Ostern. Sie können eine Flasche Verdon Champagner gewinnen, sage ich einmal. Gar nicht mal gewinnen, ein Glücksspiel ist es nicht, sondern mit 100% Erfolgswahrscheinlichkeit dann, wenn Sie sich bei Wertstein heute noch für unsere Vermögensverwaltung anmelden, will heißen, führen Sie einfach den Anmeldeprozess durch. Sie können auch mit IDNOW eine Kundenidentifikation heute bis Mitternacht noch machen und dann schicken wir Ihnen eine Flasche Verdon Champagner, ein ganz besonderer Winzer Champagner, den Sie nicht überall bekommen und das ist eine ganz gute Analogie zu Wertstein eigentlich. Deshalb haben wir den auch ausgewählt, weil wir finden bei Wertstein für Sie ja auch Anlagethemen, die Sie sonst vielleicht nicht so einfach bekommen. Und deshalb haben wir das für Sie ausgesucht. Also wenn es Ihnen Spaß macht und Sie Interesse haben und Ihnen auch unser Vortrag heute gefällt, dann schauen Sie sich es doch einfach mal an. Auf unserer Webseite können Sie sich durchklicken. Das zeigen wir Ihnen nachher nochmal etwas genauer. Ja, was ist Wertstein? Wir sind ein digitaler Vermögensverwalter. Unser Sitz ist hier in München. Und was heißt das eigentlich, digitaler Vermögensverwalter? Das werden wir Ihnen gleich ein bisschen genauer noch erläutern. Besonders an Wertstein ist, dass Sie mit Zeitgeist Ihr Portfolio individuell ausrichten können. Zeitgeist Investments ist unser Name für Themen, für Investmentthemen, die wir für Sie ausgesucht haben, für Sie gestaltet haben und die Sie ganz einfach mit wenigen Klicks Ihr Portfolio hinzufügen können. Wir haben außerdem ein unabhängiges Expertengremium, das uns dabei unterstützt und Ihnen auch hilft, sich in den Märkten zurechtzufinden. Das nennen wir das Wertstein-Institut mit Mitgliedern in Frankfurt, Paris, London und Zürich. Und wir zeigen Ihnen jeden Monat Videos und Sie sehen auch Beschreibungen der verschiedenen Zeitgeists. Und dort treten unsere Experten dann auch für Sie auf. Was ist eigentlich eine Vermögensverwaltung? Eine Vermögensverwaltung ist vielen Investoren, die nicht unbedingt, sagen wir, in dem Segment von 1 Million Euro oder darüber oder deutlich darunter Investitionsvolumen bewegen, teilweise gar nicht so bekannt. Warum ist das so? Weil die traditionellen Anbieter der Vermögensverwaltung tatsächlich Vermögensverwaltungen erst ab 1,5 Million oder sogar 1 Million Euro. Die Vermögensverwaltung heißt, dass Sie einem Vermögensverwalter einen Auftrag geben, Ihr Vermögen in Ihrem Namen und Ihrem Interesse anzulegen. Der Vermögensverwalter erhält dazu eine Vollmacht, aber das Geld bleibt immer bei Ihnen und in Ihrem Namen auf Ihrem Depot. Also Sie geben dieses Geld zur Verwaltung gar nicht dem Vermögensverwalter, sondern Sie geben ausschließlich eine Vollmacht, Ihr Depot für Sie zu managen. Und das Ganze im Rahmen vereinbarter Anlagerichtlinien. Vermögensverwaltungen, die in kleineren Investitionssummen angeboten werden, sind häufig sogenannte standardisierte Vermögensverwaltungen. Individuelle Vermögensverwaltungen, indem Sie dem Vermögensverwalter tatsächlich mitgeben, was Sie für Anlagerichtlinien haben und wie Sie anlegen wollen, gibt es wirklich im Markt erst ab 1 Million Euro typischerweise. Wir haben einen Weg gefunden, über die digitale Vermögensverwaltung Ihnen das schon ab einer Anlage Summe von 20.000 Euro jetzt neu anzubieten. Die Vermögensverwalter sind in Deutschland lizenziert durch die BaFin und die Bundesbank beaufsichtigt und an solcher sind wir eben auch.
Was ist das Besondere bei Wertstein? Wenn Sie Kunde werden von Wertstein, unser Geld eben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht zu uns übertragen, sondern zur Baderbank übertragen auf ein Depot, das wir dann für Sie dort verwalten, dann legen wir dieses erstmal oder allokieren wir dieses erstmal im sogenannten Basisportfolio. Und in diesem, dieses besteht aus Aktien und Anleihen und die Anlage ist dort sehr breit gestreut. Hier sehen Sie, was unsere aktuelle Aufstellung ist. Im Aktienteil sind wir gerade 50% USA. Das heißt, da sind wir einfach im stärkeren Kurs. Aber wir haben auch 10% Deutschland. Das heißt also der DAX, 22,5% Eurozone, 7,5% Japan und 10% Schwellenländer. Bei den Anleihen, das ist unser risikoabfederndes Teil des Portfolios. Bei den Anleihen haben wir nicht nur Staatsanleihen drin, weil die auch keine Performance oder negative Performance im Augenblick bringen. Aber das sind ja alles dennoch sichere Anleihen, weil auch bei den europäischen Unternehmensanleihen nehmen wir hier nur Anleihen, die in Euro notiert sind und Investment Grade sind, sodass wir hier ein Portfolio haben, das ein bisschen Rendite abwirft, nicht so viel wie die Aktien, aber eben dafür auch deutlich risikoärmer ist. Sie entscheiden sich für eine Risikoklasse, nämlich wie viele Aktien Sie in Ihrem Portfolio haben. Und diese beiden Elemente, diese beiden Bausteine, die mischen wir dann entsprechend, ob Sie 50% Aktien haben wollen in einem ausgewogenen Portfolio oder 70% oder 100%, aber es gibt auch 30% oder Sie können auch ein reines Anleiheportfolio haben. Was ist aber das Besondere an Wertstein? Das Wertstein-Basisportfolio, über das wir gerade gesprochen haben, sehen Sie hier links. Und das Besondere an Wertstein sind diese Zeitgeists, diese richtigen Investmentthemen, die Sie aussuchen können, in denen Sie höhere Rendite erwirtschaften können. Ja, muss ich auch immer dazu sagen, bei höherer Rendite muss man auch mit höherer Volatilität höheres Risiko rechnen. Aber dann, wenn Sie daran glauben, so wie wir bei einigen dieser Themen, oder deshalb haben wir sie ausgesucht, dass das Trends sind, die sich positiv entwickeln sollten, dann kann man schon die Erwartung haben, eine etwas überdurchschnittliche Rendite einzufahren. Zum Beispiel Fahren ohne Fahrer, Kampf gegen den Zucker, aktuelles Thema, 3D-Druck oder Batterien, dort Autohersteller, also Elektromobilität auch mit dabei, etc. Großes Thema. Wir haben auch ein Thema wie die Reise ins All. Und das sind Dinge, die Sie bei den Fondsanbietern tatsächlich heutzutage nicht finden werden, weil, das ist wieder das Besondere am Wertstein, wir uns nicht am Fondsmarkt ausschließlich orientieren, sondern dann, wenn wir ein Thema sehen und identifizieren und Aktien dafür finden, wir sagen, wir möchten immer mindestens 10 Aktien für so etwas finden, dann bauen wir einen Aktienkorb, 10 bis 20 Aktien. Und wenn Sie die Reise ins All auswählen zum Beispiel oder Batterien, dann legen wir Ihnen diese Aktien direkt ins Depot. Das kennen Sie von keinem anderen Anbieter, denke ich mal, einmal. Mir ist keiner bewusst, im deutschen und auch im internationalen Markt, der so etwas so macht. Und das hat für Sie eine ganze Menge Vorteile. Ein großer Vorteil davon ist zum Beispiel, dass wenn Sie die Aktien direkt im Depot haben, keinerlei zusätzliche Kosten anfallen. Also die Drittkosten, also die Kosten, die eine Investmentgesellschaft, eine Fondsgesellschaft direkt an den Fonds verrechnet, weil sie auch Aufwand hat und das Ganze sehr aufwendig ist und sie natürlich auch Gebühren daraus haben will. Das fällt hier nicht an und jede Gebühr, die Sie weniger zahlen, ist für Sie eine höhere Rendite. Also das ist der Vorteil von Aktien, die bei Ihnen direkt im Depot liegen. Ich habe vorhin kurz schon über das Wertstein-Institut gesprochen. Wer ist das? Das sind Leute, die jahrzehntelange Erfahrungen im Aktienmarkt haben, im Anlagegeschäft, wie der Giles Keating, unser Mitgründer, der viele Jahre lang Deputy Chief Investment Officer von der Credit Suisse weltweit war, die Valérie Gagnol, die zu den fünf Weisen des französischen Präsidenten gehört hat, der Robert Halver, den Sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen sowieso kennen, und einige andere. Das sind unsere Experten, die uns hier immer wieder unterstützen und die Sie auch in unseren Videos immer wieder einmal sehen können. Ja, wie sieht der Anlageprozess aus? Jetzt hier vielleicht an Stefan Klotz an der Stelle. Ja, danke Felix. Ja, Sie finden eben auf der linken Seite der Folie das Wertstein-Institut, das Expertengremium wieder und Sie sehen, dass dieses Gremium auch eine wichtige Rolle spielt, um eben unsere Anlageentscheidungen auf eine gute Grundlage zu stellen. Das heißt, wir als der mindestens einmal im Monat sich treffende Anlageausschuss von Wertstein
greift eben auf die Informationen und die Ideen und das profunde Wissen dieses breit gestreuten Expertengremiums zurück, um eben sowohl das Basisportfolio als auch die Zeitgeist, die Ihnen Felix Roscheisen gerade erläutert hat, um eben die Struktur dieser beiden Anlagegrößen auch immer passend zu gestalten. Das heißt eben beim Basisportfolio entscheiden wir eben, ob wir finden, dass der ein oder andere Markt momentan gerade besondere Chancen oder besondere Risiken hat und können dann dementsprechend eine Über- oder eine Untergewichtung realisieren oder eben auch bei den US-amerikanischen und dem japanischen Aktienmarkt die Währung absichern. Und bei den Zeitgeists ist es natürlich noch spannender. Da geht es ja zunächst mal eben auch darum, die ganzen Chancen und Risiken, die mit diesem jeweiligen Thema verbunden sind, diese Chancen und Risiken auszuloten. Und es geht natürlich auch darum, mal zu sagen, ja, jetzt ist so ein Zeitgeist so lange so gut gelaufen, jetzt denken wir, dass das Thema vielleicht auch mal zu Ende ist. All solche Entscheidungen, die treffen wir im Anlageausschuss für Sie als Kunden, aber wir haben eben da im Rücken eben ein globales Expertengremium, um eben diese Entscheidungen auf bestmöglicher Grundlage fällen zu können. So, ja, an der Stelle eine schöne Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie so ein Zeitgeist zustande kommt. Ganz am Anfang, wie oft im Leben steht eine Idee, dass man eben, wie im Anlageausschuss oder auch jemand im Wertstein-Institut, etwas mitbekommt, eine neue Technologie, eine neue gesellschaftliche Entwicklung oder am besten beides zusammen, die eben auch das Potenzial hat, sich ökonomisch nutzen zu lassen. Und wenn eben diese Idee da ist, dann geht es eben in die tiefe Forschung dieses Themas herein. Das heißt, wir sammeln dann alle Informationen, die wir dazu noch finden können. Was sind Chancen von diesem Thema? Was sind die Risiken? Was sind überhaupt auch die ganzen Aspekte? Um ein bisschen ein Beispiel klar zu machen. Einer unserer neuesten Zeitgeists ist Es lebe der Sport. Da nutzen wir die Chancen, die eben der professionelle Sport bietet. Jetzt gerade, wo Champions League Viertelfinale ist, wird es dann auch wieder sehr bewusst, wie sehr dieses Thema bewegt, nämlich auch die Menschen, sondern auch das Geld bewegt. Und da haben wir uns dann eben angeschaut, welche Teilsegmente profitieren denn davon. Das sind eben zum einen die Vereine selber, aber eben auch Wettanbieter. Es sind all die Hersteller von Fanartikeln, von der Sportkleidung und auch natürlich ganz spannend die Betreiber von den Sportarenen, sodass wir eben hier auch nicht nur sehr einseitig das einen Zeitgeist-Chance nutzen, sondern eben ganz breit aufgestellt das Thema mitnehmen. Ja, und dann ist der nächste Schritt eben zu gucken, kann man das auch wirklich so investieren? Also gibt es zum Beispiel eben genug Betreiber von Sportarenen, die man eben auch als Aktien an der Börse erwerben kann? Freulicherweise war das in dem Fall auch tatsächlich so. Und dann, wenn man eben die einzelnen Aktien idealerweise, ansonsten greifen wir auf Indexfonds, also auf ETFs zurück oder auch auf aktive Fonds in Ausnahmefällen. Ja, wenn wir dann so weit sind, dass wir die Einzelaktien kennen, dann stellen wir das Portfolio zusammen. Da schauen wir eben, dass die ganzen Chancen und Risiken auch möglichst gut verteilt sind, dass wir eben, wie man so landläufig dann sagt, die Eier eben auf möglichst viele Körbe gut verteilen. Und wenn das passiert ist, dann wird das eben nochmal durch eine Qualitätskontrolle geschickt. Der Anlageausschuss prüft das alles nochmal, beschließt es und dann können Sie als Kunde eben auf der Website den Zeitgeist Idee und das Portfolio finden und auch einfach auf Mausklick Ihrem Portfolio hinzufügen. Gut, ich schaue gerade, was hier für Fragen noch reingekommen sind. Eine Zuschauerfrage ist, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, wird es geben, können Sie dann von uns bekommen. Wir schicken Ihnen dann im Nachgang zu diesem Webinar nochmal eine E-Mail mit einem Link auf die Aufzeichnung. Was gibt es noch für eine Frage? Das Konto Depot wird in Deutschland bei der Baader Bank geführt, ist die Frage. Und das ist richtig, werden wir auch gleich darauf eingehen. Und wir haben noch eine Frage, können nur Privatkunden hier Kunde werden? Und auch hier ist die Antwort im Augenblick, ist das so. Wir sind erst seit 3 Monaten ungefähr in Deutschland auf dem Markt. Das bedeutet, wir haben mit dem Angebot jetzt für Privatkunden
angefangen und natürlich haben wir vor, das auf Stiftungen insbesondere auch auszuweiten und auch auf Minderjährige etc. Das können wir im Augenblick nicht tun. Im Augenblick also ist das Angebot für Privatpersonen. Okay, dann gehen wir mal weiter in unserer Folie hier. Risikomanagement. Genau. Ich habe jetzt schon einiges über Chancen gesagt, aber erfolgreiche Geldanlage über die lange Frist hinweg lebt vor allem auch davon, dass man die Risiken im Griff hat. Und das können wir gerade mal kurz durchgehen, wo wir überall hinschauen und etwas unternehmen, um eben auch unsere Zeitgeist-Investments ganz wasserdicht zu machen. Das fängt also beim Analysieren an. Ich hatte es gerade schon am Rande erwähnt, dass wir eben nicht nur auf Chancen schauen bei den Zeitgeist-Investments, sondern eben auch die Risiken genau betrachten. Gibt es eben die Möglichkeit, dass der ganze Trend sozusagen entgleisen kann, wenn wir solche Gefahren finden und die für relevant halten, dann würden wir eben zum Beispiel so ein Zeitgeist-Portfolio gar nicht aufsetzen. Dann, auch wenn wir die einzelnen Aktien von passenden Unternehmen gefunden haben, heißt das noch lange nicht, dass wir jede gefundene Aktie auch wirklich nehmen. Wir haben einen sehr strengen Filterprozess, durch den jede von den Einzelaktien, bevor wir sie ihnen für das Portfolio anbieten, der muss eben jede Aktie da erfolgreich durch. Wir schauen eben auch zu Dingen, ob es auch genug Handelbarkeit da ist, ob wir eben Hinweise finden, dass die Aktie vielleicht im Kurs nicht stabil sein könnte. All solche Dinge, all diese Risiken wollen wir eben ausschließen. Wir achten bei der Zusammenstellung des Portfolios im nächsten Schritt eben auf eine hohe Streuung. Das ist ja eigentlich immer die allerbeste Möglichkeit, größere Risiken auszuschließen, indem man eben alles so gut verteilt, dass wenn ja mal etwas schief geht, es dann eben keinen nennenswerten Schaden anrichtet. Wir optimieren unsere Teilportfolien aufgrund von den wissenschaftlich etablierten Methoden der Rendite- und Risikooptimierung, was eben meistens auch so als Markowitz-Ansatz bekannt ist. Das ist ja eigentlich heutzutage selbstverständlich. Das machen wir natürlich auch. Und was wir dann ebenso selbstverständlich tun, ist, dass wir uns nicht zurücklehnen, wenn mal ein Zeitgeist neu etabliert ist und dann sagen, so, das haben wir jetzt aber prima gemacht und jetzt wird es schon laufen. Nein, natürlich nicht. Wir gucken jeden Tag stündlich, was an den Märkten passiert und was auch rund um die Märkte passiert. Und sobald sich da im Umfeld irgendetwas ändert gegenüber dem, was wir uns bisher gedacht haben und wir den Eindruck haben, dass dann vielleicht irgendwas jetzt dann nicht mehr so zu interpretieren ist, wie wir es bisher getan haben, dann würden wir eben auch entsprechend durch Aktionen reagieren. Und wenn Sie mir erlauben, die Bemerkung, oder du mir erlaubst, das ist genau der Unterschied zwischen vielen von unseren Kunden und jemandem wie dem Stefan Klotz. Der Stefan Klotz hat nämlich viel Spaß daran und außerdem ist es sein Job, die Märkte den ganzen Tag zu beobachten. Ganz viele von unseren Kunden tun das eben nicht und wollen es auch nicht tun, haben auch gar nicht die Zeit, was zu tun. Und das ist natürlich einer der wesentlichen Vorteile von einem Vermögensverwalter, dass es hier Leute gibt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich um ihr Investment zu kümmern. Ja, danke, Felix. Ja, ich denke, das ist eben auch einer der großen Vorteile von Wertstein. Man hat als Kunde die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen über die Auswahl der Zeitgeist, aber den meisten Kunden geht es eben so, dass sie sich gar nicht so intensiv mit den Märkten kümmern können, weil sie eben auch noch eigene berufliche Aktivitäten haben oder eben auch vielleicht doch nicht an so ein tiefes Interesse und deswegen kann man eben uns damit beauftragen, dass wir uns darum kümmern. Und zu dem Kümmern gehört natürlich noch als letzter Punkt von dieser Folie dazu, dass wir eben auch mal einen Zeitgeist auflösen, dass wir also nicht dann einfach nur, weil er mal begonnen wurde, ewig dran festhalten, sondern entweder, wenn es, wie ich gerade schon sagte, sich das Umfeld geändert hat oder, was natürlich immer die schönere Entwicklung ist, wenn es nach einiger Zeit wir sagen, okay, das ist genau das passiert, was wir uns vorgestellt haben, aber jetzt sind die Kurse zu gut gelaufen, jetzt ist da eigentlich nicht mehr viel Potenzial zu erwarten, dann agieren wir eben auch entsprechend und sagen so, dann wird dieser Zeitgeist jetzt aufgelöst, werden mit Gewinn verkauft und dann schauen wir eben nach neuen Chancen an den Märkten. Und auch an dieser Stelle hake ich doch mal ein. Hier ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Vertrieb von Finanzprodukten, wie Sie ihn vielleicht in anderen Settings, würde ich einmal sagen, kennen, sowohl vielleicht in einer Bank im Filialvertrieb oder auch durch einen Fondsvermittler etc.
Warum ist das so? Weil die Incentivierung in diesen Vertrieben im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, ein Produkt einmal zu verkaufen. Und dann fließt da typischerweise eine Provision. Und wenn die einmal geflossen ist, diese Provision, hat derjenige ganz, ganz wenig Anreiz, mit ihm dann nochmal darüber zu sprechen und sich insbesondere auch anzugucken, wie ist denn dieses Wertpapier oder dieser Fonds gelaufen. Bei uns ist es anders. Wir sind in der Verantwortung für Ihr Portfolio. Wir gucken das jeden Tag an. Und wenn wir sehen, dass ein Zeitgeist keine Zukunft mehr hat, dann ist es eben Kern unserer Aufgabe auch zu sagen, okay, und das werden wir Ihnen dann auch mitteilen, dieser Zeitgeist ist gut gelaufen oder auch schlecht gelaufen und den nehmen wir jetzt raus. Und das bedeutet, wir verkaufen den auch aus den Portfolien dann raus. Ich sehe, es ist noch eine neue Frage hineingekommen. Verstehe ich das richtig? Sie investieren, kaufen auch aktive Investmentfonds. Auch ist vielleicht das richtige Wort, aber selten. In der Tat haben wir genau einen aktiven Investmentfonds im Augenblick allokiert. Und vielleicht, Stefan, kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, warum ist es so? In welchem Zeitgeist haben wir das gemacht? Ja, also das ist der Zeitgeist Indien. Da ist eben das Thema, wir sehen eben Indien als einen sehr aussichtsreichen Markt, aber es ist eben von Deutschland aus nicht möglich, kosteneffizient in die Einzelaktien so zu investieren, dass man wirklich eine breite Abbildung herbekommen würde. Und gleichzeitig ist Indien eben einer dieser sich entwickelten Märkte, wo wir eben noch Vorteile von aktiven Managern sehen. In Deutschland, Europa, in den USA ist es sehr schwierig für aktive Manager überhaupt noch den Markt zu schlagen, weil eben einfach sich zu viele an dem Markt tummeln und eigentlich alles unter Beobachtung steht. In einem Markt wie Indien, der noch dabei ist, noch eben zu einem etablierten Markt zu werden, kann ein aktiver Manager tatsächlich gegenüber einem Indexfonds noch eine Zusatzrendite erzielen. Und deswegen ist eben Indien momentan unsere einzige Ausnahme, wo wir tatsächlich einen aktiven Fonds ausgewählt haben, weil wir eben da auch gesehen haben, dass es dem Fondsmanagement gelingt, bei Rückschlägen des Marktes weniger dabei zu sein, aber eben, wenn es beim Markt nach oben geht, da auch mehr mitzunehmen und damit eben auch wirklich spürbar die tatsächlich höheren Kosten vom aktiven Fonds mehr als auszugleichen und ein besseres Ergebnis für die Kunden zu erzielen. Ja, wunderbar. Und die aktiv gemanagten Fonds sind ja auch häufig in der Kritik wegen hoher Kosten. Und ich glaube, bei den Fonds war es ja auch nicht so sehr das Problem, richtig? Das ist richtig. Also es war eines unserer Kriterien. Es gab letztlich ungefähr ein halbes Dutzend Fonds, die in die enge Auswahl gekommen sind. Und wir hatten eben die erfreuliche Situation, dass der Fonds, der uns auch inhaltlich am meisten überzeugt hat, derjenige war, der auch die geringste Kostenquote hatte. Und ja, wenn wir schon über Kosten sprechen, dann ist auch natürlich selbstverständlich, dass wir Provisionen, die manchmal im Zusammenhang mit aktiven Investmentfonds fließen, dass wir dafür Sorge getragen haben, dass das alles Ihrem Kundenkonto geschrieben wird und dann nichts unterwegs ist. Okay, und jetzt ist noch eine neue Frage reingekommen. Vielen Dank auch, dass Sie so aktiv sind und Fragen stellen. Genau dafür sind wir da. Die nächste Frage ist, was ist der Unterschied zu euren Mitbewerbern, also insbesondere im Bereich der digitalen Vermögensverwalter, kann ich gerne ganz kurz darauf eingehen. Einige Robo-Advisor, wie sie ja auch genannt werden, operieren mit einer Maschine, die Anlagevorschläge macht oder Anlageentscheidungen trifft bzw. vorgibt. Das ist der erste Schritt. Der erste Unterschied, das ist bei uns nicht so, sondern bei uns werden die Anlageentscheidungen vorbereitet von einem Anlageausschuss, wie der Stefan Klotz vorhin auch schon erwähnt hat. Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Märkten. Und wir allokieren hier sowieso sowohl das Basisportfolio als auch entwickeln diese Zeitgeist-Investments. Die zwei Zeitgeist-Investments sind der zweite wesentliche Unterschied, weil sie Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Portfolio ganz individuell nach Ihren Vorstellungen und Überzeugungen auszurichten. Das ist bei den allermeisten digitalen Mitbewerbern nicht so. Und noch ein dritter wesentlicher Unterschied, auf den ich ganz am Eingang schon eingegangen bin, ist die Tatsache, dass wir Ihnen auch erlauben, in die Zeitgeists direkt in Aktien zu investieren. Also einfach der schon vorhin auch erwähnte Kostenpunkt, den aus Ihrem Portfolio rauszunehmen. Und wenn die Kosten in den Produkten geringer sind, ich kann es nicht oft genug wiederholen, dann haben Sie eine höhere Rendite.
Und das bekommen Sie eigentlich nur bei Wertstand so auf diese Art und Weise, wo Sie sagen, Sie möchten einfach einen Korb von Aktien direkt in Ihr Portfolio legen und da ist gar keiner mehr dabei, der daran mitverdient. Okay, gehen wir mal weiter. Kriegen wir eine ganze Menge Fragen. Das freut mich sehr. Was ist denn da die nächste? Gibt es eine Rangfolge, Wertigkeit der verschiedenen Zeitgeistanlagen, also nach Risiken bzw. Erfolgschancen? Herr Stefan Klotz, das ist doch eine Frage für dich. Ja, okay, wunderbar. Genau, das ist natürlich etwas, was wir beim Erstellen des Zeitgeistportfolios mit bewerten, welche Chancen wir da sehen. Und zwar jetzt eben nicht nur beschreibend, was eben dem Thema Rückenwind geben könnte, sondern eben auch wirklich es quantifizieren, also in Zahlen darstellen, ob wir da größere Kurszuwächse sehen oder Anführungsstrichen nur gute. Und andererseits natürlich eben auch, was die, wie hoch die Rückschlagsrisiken zu sehen sind. Und wir bewerten das und bei unserer Rendite-Risiko-Optimierung wird das berücksichtigt. Das heißt also, dass einzelne Zeitgeistportfolien, die zum Beispiel im Idealfall große Erfolgschancen bei geringen Risiken haben, die würden wir natürlich höher gewichten als zum Beispiel ein Zeitgeistportfolio, was bei gleichem Ertragsaussicht dann noch mit deutlich heftigeren Risiken dann verbunden ist. Und wir haben, vielleicht dann noch einen Satz dazu bei der Gelegenheit, wir haben auch einen berücksichtigen nicht nur Zeitgeist, die ihr Gewicht eben auf die Erfolgschancen setzen, sondern auch solche, wo es auch gerade darum geht, Sicherheit zu gewährleisten. So haben wir zum Beispiel einen Zeitgeist, der in Anleihen von solchen Unternehmen investiert, die sich besonders um den Umweltschutz bemühen. Also es ist eben natürlich jetzt kein Zeitgeist, mit dem man spektakuläre Renditen erwarten darf, aber dafür eben eine besonders hohe Sicherheit. Wunderbar. Und eine Sache möchte ich vielleicht an der Stelle noch hinzufügen. Wenn Sie sehen sowohl auf unserer Webseite natürlich die 12-Monats-Performance der verschiedenen Zeitgeist, das gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie die, das Risiko ist. Wenn Sie im geschützten Kundenbereich sich das nochmal ansehen, da haben wir nochmal einen Detailbereich für jeden Zeitgeist. Und dort sehen Sie auch nochmal zum Beispiel ein Risikomaß, die Volatilität. Angeordnet in sehr anschaulich, einfach von 1 bis 5, weil die Prozentzahl 17% Volatilität sagt ganz vielen Kunden nicht so viel. Risiko 4 von 5 ist dafür die meisten Kunden sehr, sehr viel aussagekräftiger. Also hier können Sie auch nochmal das Risiko einschätzen. Okay, es trudeln viele Fragen rein. Jetzt nehmen wir die auch mal und dann gehen wir aber auch mal weiter. Die Frage nach den Kündigungsfristen, wenn man ein Depot bei uns auflösen musste, und der Vermögensverwaltungsvertrag und insbesondere auch der Konto-Depot-Führungsvertrag bei der Baderbank sind täglich kündbar. Sie können insbesondere auch täglich, börsentäglich über Ihr Geld verfügen. Also Sie können einen Teil des Depots auflösen und verkaufen und so an das Geld herankommen, wenn Sie es benötigen oder einen Teil davon. Aber Sie können auch das Depot zu jedem Tag auflösen. Sie sind nicht an eine Mindestanlagefrist gebunden. Es fragt hier noch jemand, weshalb wir eine Gesellschaft in der Schweiz und eine in Deutschland haben. Dafür gibt es eigentlich einen relativ trivialen Grund. Wir drei Gründer sind eigentlich aus privaten Gründen und auch aufgrund vorheriger Berufshistorie in der Schweiz in Zürich zu Hause. Deshalb wurde einfach die Firma dort gegründet. Wir haben auch festgestellt, dass wir insbesondere den deutschen Markt bedienen wollen, den europäischen Markt bedienen wollen. Deshalb haben wir in Deutschland, hier in München, eine Gesellschaft gegründet, wo wir jetzt auch unser Büro haben. Und wir sind ja gerade im Büro in München auch. Und deshalb haben wir auch die Lizenz der BaFin für den europäischen Markt geholt. Mit einer schweizerischen Vermögensverwaltungslizenz kann man in der Tat außerhalb von der Schweiz keine Vermögensverwaltung betreiben. Dadurch, dass wir schon den Ehrgeiz haben, Wertsteine auch in mehrere Länder zu tragen, ist einfach für uns Deutschland da der bessere Standort gewesen. Gut. So, dann schauen wir mal, gehen wir mal weiter, vielleicht kurz in unserer Präsentation. Aber weil wir gerade bei der Schweiz waren, hier kommt noch eine Frage rein, kann man auch das Depot in der Schweiz führen? Ja, also ich war schon nah dran, sie zu beantworten, aber dann beantworte ich die Frage jetzt dann
ganz klar und deutlich und insbesondere im Fokus auf die Schweiz. Ja, Sie können also auch die Frage ist, ein Depot in der Schweiz führen. Jetzt beantworte ich Sie ganz korrekt. Sie können auch als Schweizer Kunde mit Wohnsitz in der Schweiz ein Depot bei uns eröffnen. Das wird dann bei der Baderbank in Deutschland geführt, aber auf eine Art und Weise, die für Sie angenehm ist, nämlich erstens mit Gebühren, die deutlich geringer sind, als was Sie in der Schweiz zahlen würden. Schauen Sie sich es einfach mal an. Vor allem aber wird Ihnen die Baderbank Anfang 2019 auch ein Steuerreporting zur Verfügung stellen, speziell für die Schweiz, sodass das also auch administrativ für Sie angenehm ist. Jetzt fragt noch jemand nach als Deutscher in der Schweiz. Da kommt es uns nur auf den Wohnort an. Nationalität ist nicht so wichtig. Sie brauchen, um das jetzt dann nochmal abzuschließen, was ist wirklich eine Grundvoraussetzung? Wir brauchen ein Referenzkonto von Ihnen in der Europäischen Union oder in der Schweiz. Und damit können Sie ganz einfach bei uns Kunde werden. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in unserer Präsentation. Es sind noch ein paar Fragen offen, die beantworten wir ein bisschen später. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen zu einem Demo gehen. Und dann machen wir das mal, weil viele Ihrer Fragen sich vielleicht auch mit dem Demo schon erledigen. So, da muss ich jetzt hier mal kurz umschalten. Geben Sie mir eine Sekunde dafür. Hier wollte ich hingehen. Zunächst einmal schauen wir uns mal unsere Webseite an. Einige der Fragen, die Sie gestellt haben, gingen ja insbesondere auch darauf, was sind denn die Instrumente da drin? Es hat jemand gefragt nach den, sind da Fonds drin, etc. Und da kann ich Sie ermutigen, sich unsere Webseite mal anzuschauen. Hier sehen Sie, welche Zeitgeist es gibt und das Basisportfolio. Und Sie sehen auch hier die 12 Monats-Performance, die wir Ihnen hier zeigen. Aber insbesondere auch, wenn Sie zum Beispiel das Thema Weltraumtourismus sich anschauen wollen. Wir haben ein schönes Video, in das erklären. Was sage ich Ihnen? Stefan, ich mache es gerade mal aus, damit wir nicht übereinander reden. Ein Artikel, der das Thema schön und sauber erklärt. Aber Sie finden hier insbesondere eben auch die Zusammensetzung dieses Zeitgeistes. Sie sehen jeden Titel, aus dem er besteht. Und Sie sehen hier eben, das kann ich so schnell nicht zählen werden 12, 13, 14 Titel sein, der in dem Zeitgeist der Weltraumtechnologie-Aktien drin ist, sind lauter Einzelaktien. Sie sehen, wo die gelistet sind, mit der ISINs und so weiter und mit welcher Allokation. Das Ganze können Sie hier auf unserer Webseite sehen. Sehen Sie insbesondere auch natürlich, wenn Sie eingeloggt sind. Und ich denke mal, jetzt haben wir ein paar Minuten geredet, deshalb werden wir jetzt hier draußen sein. Ich wollte es da auch mal anmelden. So sieht das aus. Wenn Sie Wertsteinkunde sind, da sehen Sie erstmal hier, wenn es neue Nachrichten gibt, bekommen Sie die hier angezeigt. Sie sehen insbesondere, in welche Zeitgeist Sie investiert sind und was deren Performance so war. Noch einige Tweets, wir halten Sie also auch darüber auf den Laufenden, was denn eigentlich in Medien so über die Themen berichtet wird, die unsere Zeitgeist-Investments sind. Wenn Sie sich da mal Ihr Portfolio ansehen wollen, und hier eine Kundenfrage ist, im Kundenbereich kann man jederzeit selbst die Position sehen und eingreifen. Ja und nein. Ja, Sie können alle Positionen sehen. Eingreifen können Sie auf der Ebene der Zeitgeist. Also Sie können einen Zeitgeist hinzufügen, entfernen, im Anteil vergrößern oder verkleinern. Aber Sie können nicht auf die einzelnen Positionen Einfluss nehmen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein Vermögensverwalter sind. Also Sie geben uns eine Anlagerichtlinie in einem bestimmten Thema für Sie anzulegen. Und unsere Verantwortung ist dann letztendlich, die entsprechenden Titel für Sie auszuwählen. Das sehen Sie genau hier. Hier sehen Sie, welche Zeitgeists in Ihrem Portfolio drin sind. Sie sehen das aktuelle Vermögen, Sie sehen die entsprechende Rendite, die Portfolio-Performance insgesamt und auch ein Maß für die Volatilität. Das ist jetzt hier, Sie sehen die Volatilität in der Mitte. Das Portfolio ist in der Tat auch eins, das ausgewogen ist, also 50% Anleihen hat. Und hier sehen Sie auch nochmal, können Sie auch nochmal aufklicken, was ist denn eigentlich hier in Batterien drin oder auch im Basisportfolio, wenn Sie wissen wollen, was da drin ist, risikoreiche Anlagen. Haben wir US-Aktien, von den 14% sind 7% in den US-Aktien drin. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, 50% des Aktienportfolios, im Basisportfolio haben wir im Augenblick in den US-Aktienmärkten.
Ja, wie sieht es aus, wenn Sie mal einen Zeitgeist hinzufügen wollen? Das ist eigentlich das, was das ganz Besondere ist. Und das ist ganz schnell vorbei. Und das ist eigentlich die gute Sache an Wertstein. Nämlich, wenn Sie mal sehen, wir haben, glaube ich, vorhin kurz über Fußball geredet. Wenn Sie sagen, es liebe der Sport, ist ein Thema, das Sie interessiert, klicken Sie auf Hinzufügen. Dann rechnet unsere Maschine ein bisschen. Ich muss jetzt durchaus mal ein bisschen ausrechnen, was man da tun kann. Habe ich richtig geklickt? Ja, ich habe. Das ist durchaus rechenintensiv, was da jetzt passiert, weil wir nämlich einmal anschauen, jede einzelne Position in Ihrem Portfolio berechnen und uns ansehen, wie passt denn dieses neue Portfolio, was selber wieder aus 10 bis 20 Aktien besteht. Nein. Jetzt sehen Sie, Sie können 10.000 Euro investieren, Sie können den Wert aber auch erhöhen. Aber wenn Sie sagen, hier mit dem Ausgangswert sind Sie zufrieden und Sie würden das gerne so in Ihrem Portfolio haben und Sie sehen dann auch nochmal hier die Simulation, das wäre dann 5,44% in Ihrem Gesamtportfolio, dann drücken Sie einfach auf Anlagevorgabe bestätigen und jetzt rattert unsere Maschine wieder ein bisschen. Und was macht unsere Maschine jetzt? Jetzt rechnet die Maschine tatsächlich aus, wie viele Aktien muss ich für das Leben der Sport für Sie kaufen, wie viele Teile aus dem Basisportfolio verkaufe ich davon, wie richte ich auch das Basisportfolio so aus, dass Ihr Gesamtrisiko wieder optimal ist. Also vielleicht haben wir ein bisschen mehr aus dem Aktienanteil jetzt als diese 10.900 Euro verkauft und dafür den Anleihenanteil etwas erhöht, damit Sie wieder im Risiko bleiben. Das ist letztendlich das, was hier passiert mit einem Klick. Die Transaktionen sind jetzt letztendlich für uns vorbereitet und würden dann im Laufe des Tages ausgeführt werden. So viel vielleicht kurz zur Demo. Wollen wir nochmal ein paar Fragen beantworten? Schauen wir mal. Gibt es auch eine App fürs iPhone? Noch nicht. Haben wir geplant, hoffentlich im Laufe des Jahres. Aber wir haben alles Mobile First, sagt man ja, designed. Heißt also, gucken Sie sich unsere Webseite mal an. Das ist alles sehr, sehr gut benutzbar, auch auf dem iPhone oder auf dem Smartphone. Auch der geschützte Kundenbereich, wenn Sie eingeloggt sind. Also insofern probieren Sie es einfach mal aus. Ist wirklich sehr gut, auch in der S-Bahn zu benutzen. Habt ihr auch Sparpläne, ist eine weitere Frage. Wie hoch ist die mögliche Summe, die ich regelmäßig anlegen kann? Es ist ganz, ganz einfach, einen Sparplan anzulegen. Wir haben gar diese Funktion in dem Sinn gar nicht. Weil was Sie einfach machen können, ist ein Dauerauftrag auf Ihr Konto bei der Warta-Bank. Sobald das Geld dort einkommt, legen wir es an. Wenn Sie 50 Euro im Monat überweisen, ist das wahrscheinlich etwas zu wenig, dass wir es direkt anlegen. Dann würden wir es einfach im nächsten Monat anlegen. Oder jedes Mal, wenn Sie das Portfolio anpassen, berechnet unsere Maschine auch den Cash-Anteil mit und wird sozusagen also auch einen kleinen Betrag für 50 Euro in die Allokation künftiger Änderungen. Wir machen einmal im Quartal auch ein Rebalancing. Auch dann wird das Geld sozusagen in den Investmentprozess aufgenommen. Also Sie können, deshalb haben wir auch, wir werden immer gefragt, was ist der Mindestbetrag? Es gibt keinen Mindestbetrag. Für einen Euro wird es sich für Sie selber wahrscheinlich auch nicht lohnen. Aber natürlich können Sie 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro im Monat per Dauerauftrag einfach auf das Konto übertragen. Und wir nehmen das einfach in den Investmentprozess wieder auf. Gut. Jetzt schauen wir noch, was es noch für Fragen gibt. Ja, die nächste Frage ist, wir sind ja sehr jung am Markt. Das ist so. Und da wird impliziert, wir hätten wenig Erfahrung. Und an der Stelle widerspreche ich Ihnen ganz deutlich, weil der Stefan Klotz ganz viel Erfahrung hat, der Giles Keating über 30 Jahre lang Erfahrung mit dem Swiss zum Beispiel hatte. Viele Jahre lang dort der Chief Investment Officer war. Also die Erfahrung der Leute, die hier die Entscheidungen treffen im Anlageausschuss, ist enorm. Und in der Tat ist es so, wenn Sie den Track Record fragen, dadurch, dass das Angebot neu ist, und da ist auch die Aufsicht sehr genau dazu, wir dürfen Ihnen leider keine Performance für den aktiv gemanagten Teil, insbesondere das Basisportfolio, zeigen, bis wir nicht 12 Monate mit echtem Geld das gemacht haben. Wir haben das tatsächlich bald 2 Jahre, glaube ich, gemanagt, sind damit auch sehr zufrieden. Aber leider dürfen wir das nicht veröffentlichen, bis
ins dritte, vierte Quartal dieses Jahres. Ab August, September dürfen wir dann Zahlen veröffentlichen. Bis dahin muss ich sie darauf vertrösten. Bei den Zeitgeist ist es anders. Dadurch, dass die sozusagen als Index aufgesetzt sind, dürfen wir ihnen dann die 12-Monats-Performance zeigen und machen das natürlich auch gerne. Okay. Kann die Cashquote unter Umständen auch auf Null heruntergefahren werden? Das ist noch eine Frage, sehr gute Frage. Die Cashquote ist bei uns sehr, also unser Ziel ist, die sehr gering zu halten. Wir versuchen die typischerweise um 3% herum zu managen, nicht deutlich darüber, auch nicht sehr, sehr viel darunter. Einfach weil es Corporate Actions, Gebühren, Berechnungen und sonst etwas durchaus immer wieder über den Zeitverlauf auch Events gibt, wo man ein bisschen Cash in dem Portfolio braucht. Es hilft auch letztendlich, die Stücke auszubalancieren. Wenn Sie es mit anderen Vermögensverwaltern auch vergleichen, insbesondere auch mit anderen digitalen Vermögensverwaltern, werden Sie sehen, dass das eine relativ oder eine eher sehr geringe Quote ist. Also wir sind da in dieser Einstellung rund um die 3% sehr, 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 sehr niedrig. Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Text sozusagen und schauen uns nochmal unsere Präsentation an. So viel zu unserer Demo. Jetzt war ich zu schnell. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Wie sicher ist Ihr Geld? Und an der Stelle wollen wir Ihnen nochmal ganz kurz erklären, wie die Vermögensverwaltung funktioniert, welche Player es da gibt und das Zusammenspiel der verschiedenen dort ist. Also erstens einmal ist es so, ist schon erwähnt worden, war auch eine Frage von Ihnen vorhin, wo wird das Depot geführt? Nämlich bei der Baader Bank AG hier in München oder sozusagen unter Schleißheim. Die führt einen, oder dort machen Sie, wenn Sie das Konto bei uns eröffnen, machen Sie einen Vermögensverwaltungsvertrag mit uns, aber Sie öffnen auch gleichzeitig ein Konto und ein Depot bei der Baader Bank AG. Die Baader Bank ist als solche sowieso durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, als auch durch die des Bundesverbands der deutschen Banken, zu denen die Baader Bank gehört. Das ist eine Einlagensicherung und die Einlagensicherung geht als solche eben nur auf die Einlagen, also sprich auf das Geld. Das ist ein großes Missverständnis, was es an der Stelle häufig gibt. Das Wertpapierdepot gehört nicht zur Einlage, sondern das Wertpapierdepot funktioniert grundsätzlich anders als ein Konto. In einem Konto ist es ja so, das kennen wir eigentlich alle, die Bank nimmt ja Geld von Spareinlagen, nimmt dieses Geld von Ihnen ja auch, um es zum Beispiel an Firmen auszureichen. Das passiert im Wertpapierdepot überhaupt nicht. Das Wertpapierdepot funktioniert viel eher wie ein Schließfach. Alles, was in dem Schließfach ist, drin ist, gehört Ihnen, nur Ihnen. Die Bank darf da nicht ran und die Bank darf auf die Schmuckstücke, die Sie in Ihrem Depot in Ihrem Schließfach drin haben, auch nicht mal übers Wochenende jemand anderem verleihen. Macht sie auch nicht. Und genauso funktioniert das Wertpapierdepot. Es nennt man ein sogenanntes Sondervermögen. Das ist also auch nicht in der Bilanz der Bank drin, darf niemand dran. Also ist es dort auf jeden Fall geschützt. Unsere Rolle als Wertstein ist, dass wir Ihr Wertpapierdepot und Ihr Verrechnungskonto geben uns eine Vollmacht, Anlageentscheidungen für Sie dort zu treffen. Wir dürfen uns aber nie Besitz oder Eigentum an diesem Geld oder Depot verschaffen. Die Baader Bank würde uns also auch, wenn wir sie fragen würden, das nicht geben. Das ist also links und rechts und doppelt gesichert. Deshalb kann man schon davon sprechen, dass der Setup, wie wir ihn in Deutschland kennen, mit der Regulierung über die Vermögensverwalter für ihr Geld das sicherste ist, was man sich eigentlich vorstellen kann. Eine weitere Sicherung haben wir auch nochmal eingebaut. Das bekommt eigentlich das Geld auf Ihr Verrechnungskonto bei der Baader Bank. Eben nur über ein Präferenzkonto bei Ihrer Hausbank, das Sie uns bei der Kontoeröffnung nennen. Wir werden also Geld auch nur dahin wieder zurücküberweisen und auch nur Geld von dort annehmen. Das ist letztendlich noch eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Kommen wir zu den Kosten. Die Gebühren für unsere Leistung und die Bankgebühren dazu betragen maximal 0,85% pro Jahr. Und zwar bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Ab einem Betrag von 100.000 Euro
beträgt die Gebühr sogar nur 0,35%, wobei es als Staffelpreis zu verstehen ist, also für die Beträge über 100.000 Euro fallen dann 0,35% an. Alle Bankgebühren sind darin bereits enthalten, inklusive aller Transaktionskosten. Also Sie kommen auf keinen Fall über die 0,85%. Und dann, wenn Ihr Anlagebetrag über 100.000 Euro liegt, dann wird der Durchschnittsbetrag also noch drastisch geringer werden. Über die Kosten von Produkten, die wir anlegen, haben wir auch gesprochen. Wir können hier nur typisierte Kosten angeben, weil diese Kosten sehr stark davon abhängen, welche Zeitgeist Sie auswählen. Da gibt es eben einen einzigen Zeitgeist, der einen aktiv gemanagten Fonds hat. Da gibt es welche, die aus ETFs bestehen. Mehr als die Hälfte besteht aber einfach direkt aus Aktien. Und bei denen wären diese Drittkosten in der Tat null, weil es keine Fondskosten gibt. Also, wenn Sie das so mischen, wie wir das kennen, wie gesagt, mehr als die Hälfte der Zeitgeist haben Drittkosten von null. Deshalb erwarten wir im typischen Kundenportfolio sowas wie 0,15 solcher sogenannter Drittkosten. Gut, ups, jetzt war ich sehr, sehr schnell. Können wir nochmal zusammenfassen. Wertstein, wir nennen es das Beste aus zwei Welten. Digital auf der einen Seite, das heißt für Sie Bequemlichkeit, das heißt für Sie, Sie können sofort sehen, was in Ihrem Portfolio ist, Sie können sofort agieren, wann immer Sie wollen. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass Sie nur mit einer Maschine agieren, sondern hinter der Maschine stehen sehr erfahrene Experten. Und das nennen wir das Beste aus zwei Welten. Sie bekommen bei uns eine professionelle Vermögensanlage, also eine Vermögensverwaltung, die von Profis gesteuert und gemanagt wird. Bei uns sind Mitarbeiter, die gucken jeden Tag auf jedes Portfolio drauf. Wir überprüfen jeden Tag bei jedem einzelnen Portfolio, ob die Anlagerichtlinien eingehalten sind. Und das ist eine Aufgabe, die Sie gerne jemandem abgeben, weil die den meisten Kunden fürchterlich wenig Spaß macht. Entschuldigung, Stefan. So ist es normal. Weiterhin können Sie bei uns in interessante Zeitgeist investieren, Ihr Portfolio auf die Dinge ausrichten, von denen Sie selbst überzeugt sind. Und gleichzeitig stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio innerhalb der Risikoklasse bleibt, die Sie vorgegeben haben. Insbesondere über die Aktienquote definiert. Und am Schluss die Kosten. Niedrige Gebühren bedeuten für Sie höhere Rendite. Ganz wichtiger Punkt. Das waren im Wesentlichen meine Fragen. So, und jetzt habe ich noch eine Frage hier, die gerade reingekommen ist. Bei Ihnen gibt es Themen, die ich sonst noch bei keinem Anbieter gefunden habe, wie zum Beispiel Batterien oder 3D-Druck. Wie geht das? Raumfahrt, wie geht das? Ich glaube, ich habe schon geantwortet, aber ich nehme den Punkt gerne nochmal auf. Das geht eben darüber, dass wir nicht darauf angewiesen sind, Produkte auszuwählen, die die Finanzindustrie gebaut hat. Investmentfonds, die auch große Volumina brauchen, um sich zu lohnen für die Anbieter. Sondern wir sind da sehr, sehr schnell unterwegs. Wir können extrem schnell auf kleine Trends reagieren, indem wir einfach die einzelnen Aktien ins Depot legen. Und das ist eine der wesentlichen Besonderheiten von Wertstein. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich mich bedanken, aber wir können eine Sache noch machen. Ich wollte Sie vorher noch fragen, welchen Zeitgeist Sie interessant finden, das haben wir aber nicht gemacht. Aber zumindest sollten wir noch eine Umfrage machen, nämlich wie hat Ihnen heute unser Webinar gefallen? Und ansonsten würde ich mich dann bedanken. Denken Sie noch mal an unsere Osteraktion, die noch wenige Stunden läuft, dann können Sie noch eine Flasche Champagner bekommen und ansonsten gucken wir einmal, wie es Ihnen heute gefallen hat. Hier auf der letzten Seite nochmal der Hinweis, das nächste Webinar mit Giles Giedung und Stefan Riss ist am 24. April. Dort werden wir Ihnen dann auch ein bisschen mehr wieder über die Märkte erzählen und unsere Einschätzung. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Teilnahme heute Abend und gucken wir mal, wie es Ihnen gefallen hat. Wie viele Aber bevor ich Sie jetzt zu lange warten lasse, schauen wir es mal an. Freut mich sehr, dass 70% der Teilnehmer uns mit einer Schulnote 1 bewerten, 20% mit einer 2. Befriedigend war es immerhin noch für 10%. Ich bin sehr froh, dass wir keine 4, 5 oder 6 haben. Auch für denjenigen,
oder diejenigen, für die es vielleicht nur befriedigend war, geben Sie uns doch gerne einen Hinweis per E-Mail. service@werstein.com oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall für Ihre Zeit heute Abend und stehen Ihnen, wie gesagt, per Telefon, Chat, E-Mail gerne auch für weitere Fragen in der Zukunft zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ah, es gibt noch eine Frage. Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Um einen gerichtlich bestellten Betreuer. Ich glaube, das ist für die meisten Teilnehmer hier nicht so interessant. Darf ich Sie bitten, diese Frage uns per E-Mail zu schicken und dann gucken wir uns das Thema nochmal ein bisschen genauer an. Ist jetzt auch nicht so ein Thema, das wir in der Tat schon mal so behandelt haben. Schicken Sie uns diese Frage doch nochmal bitte per E-Mail zu oder in den Chat kurz Ihre E-Mail auch hinein und dann beantworten wir Ihnen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Schönen Abend. Und auf Wiederschauen. Wiederschauen.